So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Computer Tycoon. Und im letzten Part haben wir ja hier unsere letzten zwei Rechner noch im Grunde mehr oder weniger fertig konfiguriert. Und die sind ja eigentlich soweit fertig und können released werden. Ich glaube sogar beide, ne? Ja, ich würde sagen, wieso nicht einfach mal machen? Ich hoffe sehr, dass die kein Misserfolg werden. Ich weiß, wir sollten immer noch gucken, dass wir expandieren, was unseren Markt angeht. Aber bisher hatten wir da ja nicht wirklich die große Möglichkeit. Jetzt haben wir das ja durch unsere neuen Rechner, beziehungsweise eben durch unseren neuen Billigrechner. Ich muss da auch gerade nochmal drauf schauen. Ich habe ja letztes Mal da einen Wert festgelegt, was der uns kostet. So, Pricing. Ich würde den vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger machen. Der muss eigentlich auch günstiger sein. Der muss günstig sein für einige der Regionen. Deswegen, da wollen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein bisschen ausbauen mit unserem guten alten Beppel 76 Lite. Hauen wir so raus, würde ich sagen. Und hoffen, dass er gut Geld macht. So, released. Und den Pro releasen wir auch gerade noch. Hoffen wir mal, die beiden werden was. Sonst haben wir natürlich ein gigantisches Problem. We have one or more unprofitable computers. Oh ja, stimmt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir dich, gutes altes Haus, irgendwie archivieren. Denn jetzt lohnst du dich halt nicht mehr. So, den haben wir schon archiviert. Das ist hier auch relativ gut aufgeschlüsselt. Und ich will auf jeden Fall sowas von jetzt loslegen, den anderen Rechner auch in andere Märkte zu bringen. Das heißt, wir sollten dringendst mal schauen, dass wir hier ein bisschen ausbauen. Und zwar war das bei Logistik. Wir konnten ja, glaube ich, in den meisten Ländern das noch nicht upgraden. Aber jetzt gucken wir da mal. So, hier haben wir Logistik. Okay, da brauchen wir das höhere Office-Level. Da konnten wir im Grunde prinzipiell nicht wirklich. Okay, da müssen wir im Grunde andere Länder jetzt uns raussuchen, wo es für uns persönlich Sinn machen würde, da zu bauen, was das angeht. Sekunde. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja. Und hier wollen wir Logistik. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir an einem weiteren Ort auch noch Logistik uns gönnen. So. Zwei Logistik-Sites. Ja, weißt du was, machen wir direkt drei Stück. Oh, hier ist sogar noch günstiger. Also für uns auf Dauer. Und meine Hoffnung ist natürlich jetzt, dass wir damit am besten China, Indien und die USSR uns gönnen. Indonesien wäre natürlich auch noch interessant, aber das wären halt, ne, erstmal meine Hauptmärkte, vor allem China und Indien, weil das halt einfach zwei Märkte sind, die unglaublich gigantisch groß sind und die halt super lukrativ für uns sein könnten. Aber ich weiß gar nicht, wie verkaufen sich unsere Rechner bisher? Oh, der gönnt sich. Ich hoffe, dass wir uns den anderen nicht aus dem Markt kicken mit dem. Weil eigentlich haben wir da ja schon durchaus ein bisschen andere Maßstäbe. So, haben wir schon einen LP? Nein, haben wir nicht. Dauert ja ewig. Hopp, Leute, wir brauchen das. Diese zwei Märkte sind super wichtig. Oh ja, jawohl. Indien. Was?
Oh nein, China ist ein geschlossener Markt, ne? Nein. Okay, da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Das habe ich vergessen. Nicht schlimm. Nicht schlimm, wir haben uns jetzt noch Indonesien gegönnt. So, wir konnten doch hier irgendwo, hier. Hier konnten wir nach der Menge an Leuten, die irgendwo leben, sortieren. Wenn wir jetzt natürlich noch einen weiteren Ort finden, der interessant für uns ist. Wir könnten uns Brasilien nehmen. Oder wir nehmen uns Nigeria hier. Poverty pur. Ja, ne? Probieren wir es hier. Werden ja sehen, ob es funktioniert. Oh. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, you do not have enough production points. Unprofitable computers? Immer noch? Aber die lieben doch den PC. Bin gerade am überlegen, ob ich den teurer mache. Weil der ist zu erschwinglich. Der ist zu erschwinglich, gerade für die Leute, die das Geld haben. Discount. Ihr bekommt keinen Discount, ihr bekommt einen höheren Discount. Also ihr bekommt auch einen höheren Discount, sagen wir bei euch von 79. Da würde ich sagen, da sagen wir da 57. Es geht nicht anders. Das ist. Wir können uns momentan anderen Rechner da nicht verkaufen. So, jetzt können wir hier natürlich noch sagen, wir bauen hier Industrial Facilities an den Plätzen hier schnell. Die werden allerdings wahrscheinlich auch nicht genug rausreißen, vermute ich. Yep, you're not profitable. Hoffen wir, dass das damit ausreicht. Wenn nicht, müssen wir dann noch mehr machen. Demanded Production Points. Oh. Uiuiui. Oh, Sekunde. Ich sehe gerade, das wird nicht hinhauen. Selbst mit dem Upgrade, das ich da gerade an Start lege. Wir das nicht hinhauen. Wir brauchen noch mehr. Upgraden wir die mal noch auf Level 2 und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob wir dann nicht vielleicht noch mehr machen. You don't have enough manufacturing capacity. Ich glaube, das geht noch weiter nach oben, ne? Mit den Demanded. Ja, das geht immer noch weiter nach oben mit den Demanded Production Points. Es gefällt mir zwar nicht, aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir können es das nicht leisten. Your building upgrade has completed. Wir sind zu reich, um jetzt zu verlieren. Das geht nicht. Das finde ich nicht okay. Ob die anderen Upgrades da müssen auch fertig werden. Sonst haben wir echt ein Problem. Nur bei 53. Your building upgrade has completed. Aber jetzt müsste es doch schon mal besser laufen. Hopp, wir haben jetzt die eine Facility fertig gebaut. Wir erreichen zwar nicht ganz den Demand, aber fast. Aber es kann doch nicht sein, dass wir immer noch nicht profitable sind. Your building upgrade has completed. Ich meine, Marketing ja, aber so sehr? Das kann doch nicht sein. Okay, wir können natürlich hingehen. Werden auf jeden Fall hier bei einem von den Dingern ein bisschen runterfahren. So, das müsste ja drin sein, ne?
Ja. Damit sollten wir schon mal ein bisschen weniger Verluste machen. Oh Gott, das wird noch teurer. Aber wir machen immer noch Verluste und es gefällt mir gar nicht. Ich würde kurz weiterlaufen lassen. Um zu gucken, ob sich das... Ich glaube, das erholt sich nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich unseren teuren Rechner in den Sand setzen. Also wird das nichts. Oh, ich glaube, wir haben auch bei Research gerade alles durch, ne? Open Queue. Oder Sekunde, Research hat das noch? Glaube nicht mehr, ne? Hm. Was könnte man denn dann hier an den Start bringen? Timesharing, Soundchip. Soundchip hört sich noch ganz gut an. Add to queue. Timesharing hört sich eigentlich auch ganz gut an, aber lassen wir das mal. Ich glaub, hier geht es in Richtung Grafikkarten, ne? Ja. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und das würde ich vielleicht sogar machen, bevor wir da irgendwo eine großartig andere Richtung gehen. Weißt du was, das hier sind 3 Tage. Das können wir eigentlich auch mal schnell machen. Ach, das hier müssen wir noch zuerst machen. Oh. Na, von mir aus. Okay, wir müssen eigentlich jetzt... Hier vorne nochmal Idle Managers. Ja, da müssen wir auch natürlich jetzt gucken. Set Task. Beziehungsweise erstmal Skills. So, wir hatten die ganze Zeit hier Accounting gesagt. Das würde ich tatsächlich sogar beibehalten. Active. Skills. Ja, nee, Set Task. War das Active? Nö. Dann ist es Passive. Tax Optimization. Aber das, ja, das sind gar nicht so teuer, die Sachen. Bräuchten wir eigentlich momentan noch nicht mal zwingend. Weißt du was, dann lernst du halt nochmal ein bisschen. Oh, jetzt habe ich Reward gemacht. Egal. Machen wir neu. So, Set Task Active. Training. Ah, ich habe gedacht, meine PCs wären unterschiedlich genug, als dass sie sich nicht gegenseitig vom Markt wegkannibalisieren. Hm. Ja, nee, der Rechner ist halt zu günstig. Können den im Grunde eigentlich uns nicht weiterhin leisten. Der muss eigentlich weg oder zumindest günstigeres Marketing bekommen. Machen wir hier Marketing auch mal ein bisschen kleiner. Wir müssen den... Oh Gott. Das geht so weiterhin nicht. Das ist zu teuer. Hopp, Leute, wir müssen Geld machen. Irgendwie. Sekunde, wieso ist Marketing immer noch genauso? Machen wir jetzt hier noch weniger? Das kann doch nicht sein. Okay, der geht wieder ein bisschen nach oben. Das gefällt mir. Oh. Ja. Ne. Dich nehmen wir einfach mal an. Wie sieht's hier aus? Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Ich hoffe, wir können jetzt nicht versagen deswegen. Bitte. Spiel. Das kannst du uns nicht antun. Das darf doch nicht wahr sein.
So, machen wir hier ein paar Aufgaben. Steve Random Technology. Bist du da gut drin? Nein, nicht wirklich. Television Interview Campaign. Nein, das ist auch zu teuer alles. Looking for Software Licenses. Könnte man machen. Ach, weißt du was? Machen wir einfach mal. Hier, Set Task, Active. Und du... Du trainierst ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich hier aus dieser Misere raus soll. Muss den einen PC eigentlich archivieren. Der hat uns 160 Millionen gekostet. Und der hier macht auch Minus. Aber vor allem auch wegen Marketing. Das ist krank. Wieso machen wir immer noch Minus? Das kann doch nicht wahr sein. Weil es baut nicht mal großartig ab. Also außer unser Geld, das baut ab. Und zwar sehr schnell. Verdammt. Dabei werden unsere Rechner doch immer besser. Aber ich weiß nicht, wo das Problem hier liegt. Das hier, okay, da müssen wir überall noch ein bisschen mehr machen. Das hier war okay. Aber das können wir im Nachhinein nicht mehr ändern. Okay. Mehr Ease of Use, mehr Prestige. Mehr Features. Quality ist okay. Ich würde einfach dringendst empfehlen, gerade mal den hier zu kopieren und neu zu machen. Hier so. Wir haben nicht wirklich eine andere Wahl, wie ich finde. So, da wollen wir das Marketing ein bisschen verändern. Pricing, sagen wir 8,5. Wo haben wir denn Fortschritte gemacht? So, wir bringen jetzt den Beppel Cash, ja, den Beppel Cash raus. Den brauchen wir. Denn sonst gehen wir pleite. So, wie irgendwo neue Technologie. New? Nein. Bei der CPU glaube ich auch nicht, oder? Nö. Was haben wir denn erforscht das letzte Mal? Back to Computer. Da auch nichts. Ja, ich glaube, wir haben alles neu, was wir erforscht hatten, in den Rechner gepackt, ne? Wohl Bild in Speaker und sowas hatten wir hier, glaube ich, noch nicht. Oh, doch, hatten wir. Joa, ne? Jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich besonders schlecht. Hatten wir irgendwas denn noch nicht? Ich glaube, es gibt halt wirklich nichts, was wir noch nicht hatten. Wir können den Rechner halt nicht nochmal genauso gleich rausbringen. Aber wenn wir halt noch länger warten, gehen wir pleite.
Oder kann der Rechner irgendwie nochmal was raushauen? Also, obwohl wir hier jetzt überall so krass rausgehauen haben. You have researched a new technology. Das ist ja schön und gut, dass wir das getan haben. Okay, wir kriegen gerade Australien vor unserer Nase weggeschnappt. Was? Und die USA? Oh nee. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wart die auf Prestige aus waren, okay. Scheiß drauf, wir gehen wieder zu unserer alten Strategie zurück. Nichts da, der Beppel Cash hier. Gehen hin, Copy Design. Das hier ist der direkt. Wir bringen einfach direkt den Beppel Cash 2 raus. Ich glaube, der hat er allerdings auch. Ah, doch, okay. Da können wir ein bisschen was machen. Kopieren das hier. New. Und alles raus. Euch ist was wichtig? Performance, Prestige, Capacity, Features relativ wenig. Quality gar nicht im Grunde. Gönnen wir uns hier mal ein bisschen was. Ja, zu Computer. Das hatten wir ja. So, hier haben wir nichts besonders Neues gehabt. Da konnten wir noch nichts dran ändern. Mainboard haben wir ja jetzt gemacht. Operating System hatten wir nichts Neues. Gut, dann Pricing. 8,5 Minimum. So. Hier müssen wir bei Ease of Use auch noch ein bisschen hoch. Ich würde es auf jeden Fall auch nochmal für Casuals markten. Mindestens eine Medium-Size Campaign. Your new computer model went into the testing phase. Das muss sein. Wir können das, also, ne? Wir sind zu sehr gearscht. Unser alter Computer war halt einfach nicht gut für die Märkte. Your new computer model is polished. Wehe, dieser Rechner haut nicht raus. Warum ist der immer noch nicht profitabel? Kann doch nicht sein. Die Reviews sind super. Dich will ich einfach archivieren. Okay, dann müssen wir natürlich hier auch gar nicht mehr so viel haben. Das machen wir einfach mal. So, damit sparen wir ein gutes Stückchen ein. Software Details. Ja, weißt du was? Oh. Wenn ich mir unser Geld so angucke. Nicht geil. Schaffen wir es wirklich noch pleite zu gehen? Das kann doch nicht sein. So, ich will auf jeden Fall hier noch bei den Punkten ein bisschen sparen. Okay.
Okay, das hier ist drin. Ja, der Rechner macht immer noch Minus. Ob dabei sind wir gerade dabei, einfach die fucking USA zurückzuholen. Und Kanada und Australien. Es kann doch nicht sein, dass wir trotzdem Minus machen. Kann diese Rechner sich nicht lohnen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wir hätten vielleicht noch mehr uns auf Gamer fokussieren können. Aber... nee, eigentlich... eigentlich ist das so okay. Ich verstehe es nicht. Wir müssen eigentlich teurer sein sogar noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich sonst... muss ich doch irgendwie amortisieren. Nö. Jetzt tut's das nur noch weniger. Aber wir können doch nicht so günstig letztendlich sein. Nee, ich glaube, wir haben uns unser eigenes fucking Grab geschaufelt. Es ist unbelievable, wie wir es einfach geschafft haben, von einer halben Milliarde in einem Part auf Minus abzustürzen. Und das noch nicht mal innerhalb von einem Jahr. Wie? Wie geht das überhaupt? Das kann doch nicht sein. Verdammt. Da denkt man einmal, man hätte es halbwegs kapiert. Aber dann zeigt einem das Spiel den Mittelfinger. Ah, ja. Die einen Manager sind uns egal. Ja, ein Bankloan können wir auch vergessen. Wir haben unsere beste Strategie rausgehauen. Das war dieser Rechner hier noch. Aber der hat nichts gebracht. Ne, der hat trotzdem Minus gemacht. Ich bin mir halt nicht sicher, was das Problem ist. Die Capacity wäre weniger wichtig gewesen. Aber sonst... nee, keine Ahnung. Aber die Leute sind doch so zufrieden. Wie kann es sein, dass ein Rechner... ne, ich lasse jetzt einfach mal weiterlaufen. Wie kann es sein, dass der Rechner sich nur 64.000 Mal verkauft hat, wenn er eine 9 von 10 und 13 von 10 Bewertungen bekommen hat? Der Rechner müsste so weg von den... von den Regalen runterfliegen. Kann doch nicht sein, dass der kein Geld macht. Kann mir das bitte jemand erklären? Das wäre echt lieb. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Jetzt interessiert mich mal, was bei denen so läuft. Okay, bei einigen von denen läuft es tatsächlich auch kacke. Aber aus irgendeinem Grund schaffen die es alle trotzdem irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen.
Nur selbst der hier mit dem Orangen hat ein paar Länder, bei denen es ganz gut läuft. Und er hat noch nicht mal insgesamt 100.000 Rechner verkauft. Der hat noch nicht mal insgesamt über 30.000 verkauft. Und er geht nicht pleite, während es haben wir allein mit drei unserer Maschinen, mit vier unserer Maschinen über 100.000 verkauft und insgesamt fast 1 Million. Das kann doch nicht sein. Dieses Spiel macht mich fertig. Es war jetzt einfach nur ein Fehler. Ein Fehler. Der im Grunde dazu geführt hat, dass dieser Rechner, der uns halt viel gekostet hat, nichts gebracht hat im Grunde. Aber hier, der hat uns dann halt auch letztendlich gekostet. Ja, auch der hat uns auch 200 Millionen gekostet. Ah, verdammt. Leute, womit hatten wir das verdient? Womit hatten wir das verdient? Ich will halt eigentlich nochmal einen Try machen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich einfach insgesamt zu inkompetent für dieses Spiel bin. Manchmal habe ich das Gefühl. Weil es kann eigentlich doch nicht so schwer sein. Aber ich krieg's halt nicht hin. Ist ein bisschen peinlich. Aber lasst gerne einen Kommentar da. Wir starten auch gerne noch einen weiteren dutzenden Versuch. Ich meine, den Start haben wir mittlerweile, glaube ich, so halbwegs genailed. Wie wir halt einen Rechner machen müssen. Dass wir am Anfang halt irgendwo in Japan oder sowas starten. Und dann gönnen wir uns halt Kanada, USA und Australien dazu. Die haben relativ ähnliche Interessen, zumindest dieses Mal gehabt. Und ich glaube, dass wir damit relativ gut auch weitermachen könnten. Aber wir dürfen anscheinend nicht, bevor wir einen breiteren Markt haben als nur die Heimcomputer, die wir bisher haben, vorher dürfen wir anscheinend noch nicht in einen weiteren Markt wie China oder Indien gehen, weil vorher macht das keinen Sinn, dorthin zu gehen. Das wirft einfach keinen Profit für uns ab. Sondern ganz im Gegenteil, dann kannibalisieren sich unsere Systeme gegenseitig weg. Das ist halt echt bitter. Naja, müssen wir wohl mitleben, dass wir ein zweites Mal versagt haben. Trotzdem an der Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar dazu da, ob wir einen weiteren Versuch probieren sollen. Bis nächstes Mal und ciao. We'll be right back.